Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Within. Weiß immer nicht, was ich da mache, Alter. Ich war ja selbst bei der Armee. Ich weiß, es ist so und so. Fertig. Aber ich will immer so machen. Yeah! Okay, erstmal das Ding hier wegschalten. Einer ist vergiftet. Und uns wird hier auch schon angezeigt. Also wir haben hier eine Kampfmusik, aber ich sehe halt keinen. Wir haben unser Sniper, ist schon in Overwatch. Im Overwatch-Modus. Bin unterwegs. Unseren Rookie, die ja schon lange kein Rookie mehr ist. Wir gucken mal. Wir lassen das Gift weiter ticken. Das bringt uns nichts. Gerade überlegt, geil, den können wir nach oben bringen, ja, aber ist ja. Was willst du denn da? Bestätige. So. Was ist hier los? Warum haben wir hier Kampfmusik? Warum höre ich hier Bossmusik? Kennt ihr das Meme? Bin unterwegs. Das Auto kann nicht mehr explodieren. In Position. Ich will aber mit dem Rookie auch. Das ist so blöd über die Straße hier. Egal. Früher oder später müssen wir los. Wir geben nochmal Rückendeckung. Rookie verlieren ist halt nicht so schlimm. Ja, auch wenn es weh tut. So, wir machen jetzt die Tür auf und sehen. Nichts, außer einer aus der Kantine, oder was? Lieber nicht so viel machen, nicht, dass ich hier einen Copyright-Strike kriege, Alter. Man weiß ja nie, YouTube ist ja in solchen Dingen ein bisschen seltsam. Manchmal. Halbe Deckung ist halb reingeschissen. Bin schon da. Okay, wir gehen wieder nach unten und gehen aufs nächste Dach. Aber erst in der nächsten Runde. Das Ding ist, ich weiß nicht, was es. Also ich kenne die Gegner aus dem normalen Game, glaube ich, ein Stück weit. Aber was jetzt durch das Add-on dazugekommen ist, ist für mich halt großes Fragezeichen, ne? Bin dran. Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Wir haben ein neues Ziel. Guck mal, eine Schau. Wow. Wie gut einfach. Bestätige. Bin dran. Ich bin nur froh, dass da oben keiner ist, Alter. Frage ist. Ah ja, okay, da kommt man rein. Puh, Leute, Alter. Bin super angespannt.
hab's gehört. Da kommen sie. Okay. Er schnappt sich direkt einen High Ground. Wenn Anakin das abfährt, Alter, dann ist es vorbei. Dann kriegt er wieder OCD, Alter. Ich könnte hier die Wand wegsprengen. Nein, macht keinen Sinn. Ich habe bloß wieder die Chance gesehen, was wegzusprengen, Alter. Und hab schon wieder gleich... Eben als ich gerannt bin, hat er die gesehen, ne? Bin dran. Ja, aber ich kann nicht schießen. Aber er wird auf uns schießen. Das heißt, wir nehmen Deckung. Komm schon. Und bitte. Ey, was haben wir für einen Rookie mitgenommen? Die ist ein Killer. Commander, dort drüben gibt es einen Überlebenden. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, wir haben die Snipers aktiviert. Das seht ihr, ihr seht nur einen Teil von der Sniper. Na, also hinter mir, da ist nochmal dann die Pistole zu sehen. Verstanden, los geht's! Er ist auf jeden Fall nicht mehr vergiftet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Position bestätigt. Tür auf. Overwatch. Renne. Auf dem Weg. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Von hier erfahrt ihr nichts. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen. Ob er will oder nicht. Ziele wurden aktualisiert. Na, ist ja wundervoll. Begebe mich auf Position. Die Frage ist halt, von wo jetzt die Gegner kommen, ne? Commander, wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Oh fuck! Ist das dein Ernst, du Kackfrosch? Ist das dein fucking Ernst? Er steht auf Overwatch. Was mach ich denn jetzt? Meinen jetzt?
Bewegung. Ich gehe da hoch, aber der wird auf jeden Fall auf mich schießen. Du bist du denn behindert? Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Rücke aus. Ich gebe Gas. Sorry, Leute, Alter, aber... Das hier ist erst der Anfang. Das ist nur eine Frage der... Okay. Wenn der jetzt nochmal auf unseren Medic schießt, ist unser Medic tot. Sie kommen über die Seite. Wir haben gerade jemanden verloren. Sie rücken vor. Ey, aber in der Mission, weißt du... Okay, wir haben Medic verloren, Leute. Damn fucking shit. Waffe leer. Bin unterwegs. Er lebt noch, aber zu welchem Preis, Alter? Rücke vor. Achso, hier, guck mal, zwei Runden lang können wir das nicht nutzen. Ach, scheiße. Rock'n'Roll! Oh Mann, ey, das ärgert mich. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Bin bereit. Das ist reine Zeitverschwendung. Boah, ärgert mich das, ne? Alles Vorsicht da draußen! Bereit. Feindkräfte in Bewegung! Oh nein. Bitte, 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 bitte. Rücke aus. Fertig und bereit. Hab's gehört. Da kommen sie. Du willst mich rollen, oder? Ich gehe extra unten lang, damit er uns nicht trifft, weißt du? Du Arschloch kommst mit, Alter. Wegen dir habe ich einen Medic verloren.
Das brennt mir auf der Seele, Alter. Vor allem, das war unser guter Medic, ne? Unser wirklich guter Medic. Unser guter Medic. Renne! Das ist immer schwierig, Alter, wenn wir da jetzt hochkommen und dann Aliens getriggert werden, sind wir in einer blöden Position, ne? Aber wir müssen uns nach vorne bewegen. Strike One, wir haben feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Kann ich den Typen in eine andere Dimension jagen? Abschuss! Der trifft. Ich kann mich gar nicht so richtig freuen. Aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Ausgezeichnet, Commander. Unser Freund hier ist zwar noch nicht sehr kooperativ, aber ein Gespräch mit Dr. Warnen dürfte seine Zunge lockern. Boah, ärgert mich. Medic verloren, Alter. Super wichtige Einheit. Shredder-Rakete feuert eine Rakete, durch die alle getroffenen Gegner die nächsten 4 Runden aus allen Quellen plus 33% Schaden mehr erleiden. Also mehr Schaden erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Oder schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Die Treffsicherheit des Gegners verringert sich zudem um 30%. Wir nehmen die Shredder-Rakete, Alter. Schnellschuss entfernt Beschränkungen des Präzisionsgewehr beim Feuern und Feldposten nach der Bewegung. Zielsicherheit reduziert sich um 10% oder das halt beste, Truppsicht ermöglicht es, auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Diese Ziele können allerdings nur durch Präzisionsschüsse kritischen Trefferschaden erleiden. Und sie ist ein Scharfschütze, das hätten wir uns schon fast denken können, Alter, so wie die geschossen hat. Verteidigernadel. Neues Gebäude, Labor. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Brauchen wir nicht wirklich. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Warte mal, was wollte ich jetzt? Erdwärmekraftwerk. Lass mich kurz nochmal gucken. Wir verlegen das nach oben. Erdwärme, dann kommen da Kraftwerke hin und die Teile, dann kommt das alles da nach unten. Okay. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Boah, ich bin sauer. Bin sauer. Ja, leichtes Plasmagewehr von Dünnmann. Corporal Emma Lambert. Gefallen in Operation Dunkler Mond. Hat für die Erde 8 Kills in 5 Einsätzen erzielt und leider ihr Leben gelassen. So, und wir haben hier Verteidigernadel. Verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Medikits und heilender Nebel heilen bei diesen Soldaten 2 TP mehr. Nie in Panik verfallen.
Panikorden. Okay, cool. Es wäre halt so geil, wenn wir jetzt schon 200 Tacken hätten, ne? Weil das, jetzt haben wir noch... Haben wir noch Soldaten? Wir haben einen Unterstützer noch. Und wir haben zwei... Dimitri Sokolov. Das ist bestimmt wieder ein Heavy und sie ist bestimmt ein Sturm oder so. Egal. It is what it is. Oh, das ist riesig. Oh, shit. Oh, shit. Kontakt entdeckt. Das ist ein gelandetes UFO. Stacy Dixon. Und Dimitri Sokolov. Unterstützer. Okay. Er hat seinen Scope dabei. Er ist geschützt und die beiden nehmen Handgranaten mit. Später hat der Medic zwei Medipacks. Oh Leute, Alter, ich hoffe, dass das jetzt gut geht. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Wer kennt sie nicht, die nigerianischen Sumpfwälder? Weltweit bekannt. Kein Kommentar. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Okay, hier ist Ecke. Hier sieht ein bisschen... Oh! Da hat sich jemand verraten. Wir sind super nah an dem UFO dran, Alter. Rücke aus! Genau das haben wir gesucht. Auf das Meld scheiß ich jetzt mal. Auf dem Weg! Ich hoffe, dass es nicht zu krass wird hier. Unter dem ersten Eindruck nachzuurteilen, würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Von diesen Tentakeln sollten wir uns wohl besser fernhalten. Bin dran. What the fuck, Leute? Die sind getarnt? Begebe mich auf Position. Ich werde jetzt hier alle im Feldposten aufstellen. Damit, falls uns so ein Tentakelvieh jetzt hier, weil die werden uns jetzt angreifen, dass wir alle geschützt sind. In Bewegung.
Was passiert? Feinde gesichtet. Nice, das war meine Ansage, Alter. Aber ey, was mache ich denn mit diesen Sektopoden-Dingern da, was auch immer das da war? Leute, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Außer warten, bis 1 und 4 auftaucht und hoffen, dass wir den mit einem Respekt feuern. Das ist noch ein zweiter. Wir sehen uns in der Hölle. Respekt, Alter. Aber habt ihr gesehen, der hatte so ein Wir warten jetzt noch auf den zweiten. Einer von denen anders? Präzisionsgewehr, den können wir nicht bewegen. Begebe mich auf Position. Ich hab, wo ist dieses andere Vieh? Gibt's eine Möglichkeit, das Vieh zu sehen? Wir rücken vor. Sie verlagern den Was wollte ich gerade sagen, Alter? Ich war kurz davor zu escaladen, Alter. Frage ist, war hier einer von denen auf, kann übrigens auch rauszoomen, habe ich rausgefunden. War da einer auf Feldposten? Ja, sollten wir es mit ihm testen. Prozent. Der ist ja... Hier ist Platz. Rück aus. Müssen wir gucken, Alter. Aber es war, glaube ich, ganz gut, dass wir hier so ganz, ganz geschmeidig rangehen. Man könnte auch ängstlich sagen, aber so reden wir ja nicht. Das Geile ist, dass er mit Feldposten halt auf alles schießen kann, was irgendeiner von uns sieht. Das heißt, er kann jetzt auch ins UFO schießen. Der ist auf Feldposten. Okay. Das heißt, bewegen ist jetzt kacke. Haben wir ein Heavy? Haben wir nicht. Geh in Position. Die Frage ist, wie weit sieht er mit seinem Feldposten? Sieht er das, wenn ich hier hinrenne? Verstanden, los geht's. Sieht er das? In Bewegung. Nee. Bereit zum Angriff. Ja, mit denen können wir jetzt nicht weg. Okay. Flieger unter Beschuss!
Jetzt ist aber nicht mehr auf Feldposten, ne? Ist keine Bedrohung. Waffe leer, kann nicht angreifen. Wir haben noch Deckung. Das ist ja geil. Und wir haben hier einen Meld-Container, der gibt auch nochmal volle Deckung. Come on, wo? Fuck it, ich schieß. Hab ihn weggefickt. Hab ihn weggefickt. Ich weiß, dass er das nicht gesagt hat. Aber es wäre so schön, wenn er das gesagt hätte. Da wäre mein Herzchen aufgegangen. Bin unterwegs. Und meine Hose. Ich weiß, dass die Folge vorbei ist, aber ich will das noch hier erledigen. Wir wissen, da ist noch ein Sektor Spasti drin. In Bewegung. Packen wir es an. Wahrscheinlich auch eins von diesen Krümelmonstern da. Ihr wisst schon, diese anders ungemütlichen Typen. Geladen und entsichert. Ziel in Sicht. Da. Das ist das Krümelmonster. Handy, halt die Fresse. Und da ist der Meldcontainer. Wisst ihr was? Da sind noch zwei Sektoiden. Einer ist hier. Der andere ist hier und verstärkt den. Deswegen versuche ich jetzt von hier rum da ranzukommen. Hier rum, larum, laurum. Oh, was haben wir da Schönes? Das sind noch... Ist das ein NAV-Computer von den Aliens? Ich weiß leider nicht mehr, wie die ganzen Teile heißen. Still. Habt ihr was gehört? Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Dann schießen wir doch mal drauf. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Einsatzziele erreicht. Oh, das wollte ich gerade sagen, Alter. Dachte, hier wäre noch so ein fliegendes, ich mach mich unsichtbar Teil. Wir nennen es Arschloch. Wenn alle unsere Einsätze so gut verlaufen wie dieser, haben ja die Aliens keine Chance. Fügt Pistolentreffern 2 Punkte Bonusschaden hinzu oder gibt plus 10 Zielsicherheit und plus 10 Verteidigung gegen Gegner auf niedrigem Gelände zusätzlich zum normalen Höhenvorteil. Und wir bringen unsere Sniper sowieso immer irgendwo nach oben. Verteidigung hatten wir. Ja, Alter, wieder ein Unterstützer, sehr, sehr gut. Und ein Sturm. Cool. Weitere Verleihungen für... Ja, wir haben einen Deckungsorden. Ganz gut, dass wir die so genannt haben. Muss ich mal sagen. So, das Game speichert und wir sind auch am Ende dieser Folge und ich denke auch dieser Aufnahmesession. Ich mache Schluss für heute. Hat mir super viel Spaß gemacht, Alter. Ja, ich denke mal, dann beim nächsten Mal werde ich schon alles voreingestellt haben von wegen Farben und sonst was. Und dann geht's weiter hier mit XCOM Enemy Within. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Vielen Dank für deine Unterstützung, Soldat.
weggetreten.